Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. So, wir wollten das Versteck, das Geldversteck von Stinker suchen. Das hat er bei dem Vater am Haus irgendwo vergraben. Das bedeutet, wir müssen die Schaufel mitnehmen. Weil ich mal davon ausgehe. Hier hinten irgendwo. So, Pferdchen. Sonstiges. Eine Schaufel. Irgendwo hinten links, meinte die Dame. Okay. Warte, da war doch was. Oh. Ach, hier links von uns. Da ist auf jeden Fall ein Sack. Entschuldigung, Pferd. Das war wirklich von Stinker. Warum tragen wir eigentlich so viel Sachen mit uns um? So. Weil das können wir ja im Pferd lassen, wenn wir es dann später brauchen. Holen wir uns es. Wow, das macht gut satt. Cool, ist ergiebig. Wie sieht denn unser Hund? Oh, 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 oh. Hund, Hund. Wo bist du? Na, mein Guter. Wir werden dir wohl mal Fleisch besorgen, wa? Haben wir noch Fleisch dabei? Fällt mir gerade so ein. Vielleicht hat ja unser Pferd doch noch Fleisch. Nee, nur Apfel, Mist. Okay, dann müssen wir im Wirtshaus gucken, ob wir Fleisch haben. Kommen wir hier unten durch. Das wird jetzt... Okay. Wir haben uns geduckt. Habt ihr eindeutig gesehen. So, war hier noch... Was haben wir hier? Hier ist nur der Schmied. Ja. Warte mal, ihm konnten wir doch nochmal reden, oder? War mir nicht so? Das hat er doch uns hier gesagt. Ah... Kurz wegmachen, das ist das hier. Quest, schieß bitte mal wieder. Ja, müssen wir nicht. Das ist halt. Wir können mal mit ihm reden, ob er uns noch was beibringen kann. Ich würde gerne noch eine Runde Klötze spielen. Nee. Möge Gott über dich wachen. Was können wir noch mal machen? Später. Irgendwann. Ja. Vielleicht um das Bogenschießen ein bisschen hochzutreiben. Wir haben ja noch Läden hier, fällt mir gerade ein. Was haben wir denn hier? Ein Schneider, okay. Geradeaus, was haben wir hier? Ich meine, ermordet haben. Händler. Händler, Händler, Händler. Ein Händler könnte auch... Dings haben. Da lang? Wo geht's hier denn zum Händler rein? Ja. Wir brauchen mal Fleisch, Fleisch für unseren Hund, Hund. Ein ja, wunderschön. Gott segne dich. Dich auch. Lass uns handeln. 280 hast du. Können wir ihm schon mal was verkaufen? Verkaufen. Wir haben alles weggepackt, ne? Nee, den Silberring nicht. Als Beispiel. Leisetreter wollten wir behalten. Waffen. Die Axt könnten wir ihm natürlich verkaufen. Komm, machen wir auch.
kaufen. Ich brauche Nahrung. Und zwar, im Notfall macht es auch eine Forelle. Was kostet der Hase? Der Hase ist teurer. Wir kaufen erstmal eine Forelle. So, haben wir noch was zum Verkaufen? Rüstung nicht, Nahrung. Wir könnten... Ja, komm, wir verkaufen das hier. Das bringt nicht viel, muss man einfach so sagen. Aber das wird halt sonst schlecht. Wir haben, glaube ich, im Pferd auch noch was, was wir nahrungsmäßig verkaufen könnten. Ich glaube, das lassen wir erstmal so. Dann feilschen wir natürlich. Sprechen wir nun. Wir würden gerne 165 haben. Das ist zu. Schade. Der ist uns gut entgegengekommen. 155. Endlich eine. Sehr schön. So. Wir haben natürlich hier noch einiges, was wir haben an Klamotten. Wobei das als gestohlen. Wir können ja mal erstmal gucken. Wir wollten jetzt zu den Minen. Wo wären die? Also hier oben ist schon mal die erste Mine. Ich würde sagen, wir reiten erstmal nach da. Wir setzen auch mal einen Marker. Bedeutet, wir müssen irgendwie in die Richtung raus. Ja. Was ist das hier? Oh, hier ist ein Fleischer sogar. Achso, halt. Bevor wir es vergessen. Stinker! Stinker? Da, Stinker. Komm mal her. Komm. Sieh mal, was ich ganz frisch gekauft, nur für dich. Neue Hundestufe. Und? Feiner Hund. So ist's. So, Kommando. Komm mit. Genau. Wie sieht's denn jetzt überhaupt aus mit Hunde? Ah, noch 4 Level brauchen wir. Bis wir Such, den Befehl Such haben. Ja. Okay. Frage ist, wo ist jetzt der beste Weg? Also wir gehen jetzt erstmal nach Norden. Wir können, Norden, und wir versuchen dann den nächsten Weg rechts einzuschlagen. Ja. Versuchen wir erstmal auf dem Weg zu bleiben. Mal gucken. So halbwegs. Haben wir Waffen angelegt? Wie gesagt, das vergesse ich ja immer wieder. Nee, hier fehlt was. Jagdpfeile fehlen, okay. Ja. Aha. Ja. Kaputter Damm. Also ich würde sagen, der ist ein bisschen kaputt. Der Fluss ist ausgetrocknet, wa? Ich höre... Hör was, hört ihr... Oh, guck mal. Soll das zur Abschreckung bieten? Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Okay, die Mine. Okay, dann reiten wir hoch, die nächste rechts. Und dann, die Mine ist ein bisschen... Okay, ja. Da in die Richtung. Oh, die Weg geht hier lang. Sehr gut. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir dann zur Mine kommen. Wir müssen wahrscheinlich wirklich durch den Wald. So. Oh, okay, es ist nur ein Wanderer. Zumindest sieht es nicht nach einem gefährlichen Person aus. So. Okay. Gut, dann können wir jetzt hier runter und dann nach da reiten. Und dann würde ich sagen, auf dem Rückweg irgendwie diese Sachen hier noch mit abgrasen, dass wir das zumindest mal haben. Ja. Gucken wir mal kurz, hier ist noch ein abgefackeltes Haus, oder? Ja.
Ja. So, und den gehen wir. Ab durch den Wald. Ja. Okay, es wird dicht. Mal aufpassen. So. Mine müsste jetzt hier irgendwo bald sein. Ah, perfekt drauf zugesteuert. Das sieht ja fast wie sein Versteck. Haben wir jetzt wirklich so viel Lack, dass wir gleich sein Versteck entdeckt haben? Höhle entdeckt. Finde in der Höhle. Na, erstmal nehmen wir natürlich die Höhlenpilze mit. Brauchen wir später nochmal. Okay, da ist Wild. Da liegt jemand. Larven speichern können wir hier, das ist auch gut. Aha. Oh. Äpfel lassen wir. Oh, er ist verwundet. Oh, Gnade. Na, verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts Leute. Neuhof. Eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten. Aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. Er war noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel, Timmy, er war dort. Aber sie, vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Merhoyet, wenn er noch lebt. Okay. Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir. Bitte. Tut mir leid, aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins nächste. Bitte. Oh. Er wollte es. Er wollte es. Ein paar Groschen hat er. So. Dann nehmen wir auch die Äpfel mit. Schon mal hier sind. Hier noch mehr? Nee, ne? Schade, warte mal, hier waren wir noch nicht dran. Nee, wir könnten also speichern hier, aber... Okay, wir haben gleich das richtige... Gleich die richtige Höhle entdeckt, finde ich interessant. Da gibt es einen Questgeber, okay. Da ist die Mühle, das würde bedeuten, wir müssten nach Norden reiten. Was wiederum bedeutet, dass wir das nicht auf... Ja gut, okay, das können wir später noch aufdecken. Ja. Halt. Weg Xi und dann reiten wir Richtung A.
Dann reiten wir Richtung A. Hier muss auch so ein Ding in der Nähe sein, was hier so ein Geräusch abgibt, wa? Naja, egal. Wir müssen wieso irgendwann noch bei Ratai jagen. Und da müssen wir mal gucken, dass wir eventuell wirklich selber mit dem Bogen jagen. Einfach nur, um unsere Bogenschießen hochzumachen. Oder wir schicken halt den Hund. Also das war so einfach, das Jagen mit dem Hund. Das war schon irgendwo sehr, sehr nice, aber wie Cheaten hat sich das angefühlt. Nee. Ja. Da runter sollen wir, müssen wir. Dum, 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 dum. So. Können wir natürlich verschiedene Wege laufen. Ja. Robert. Oh. Da ist eine Mühle. Da würde ich tippen, dass Timmy hier ist. Hallo. Du hast entdeckt Windmühle, okay. Kriegt der Aua. Komm mich nicht an. So. Das ist also eine Windmühle. Aus dem... Wow. 14. 15. Jahrhundert. Sieht ziemlich groß aus. Hier irgendwer? Hallo? War das? Achso, sitzen? Nee, wir wollen... Hier ist auch keiner. Hier nirgendwo einer. Hello again. Ich sag einfach hello again. Da war doch eine Dame hier drin. Nee, draußen. Okay. Da, guck mal. Ah, der Müller. Die Dorfbewohner? Dorfbewohner. Ich hoffe, ich kann dir zu Dienst. Ich suche Timmy. Kennst du Timmy? Er ist ein Mordskerl und... Holzkopf? Ja, der arbeitet hier. Oder hat das mal. Was weiß ich. Ist vor ein paar Tagen verschwunden. Seitdem hat ihn wohl keiner mehr gesehen. Aber frag mal seine Schwester Mirka. Sie arbeitet auch hier. Okay. Mach's gut. Das wird ja wohl die junge Dame draußen gewesen sein. Ein wunderschön. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Nein. Die anderen kennen ihn. Wie kommt's, dass du es nicht tust? Na schön. Aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Na gut. Wuff, wuff, da könnten wir wieder essen. Salbei. Krieg gleich Haue, Hund. Na
Na, 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 na. So viele schöne Dies denn. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Okay. Ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm. In der Nähe von Merhoyet. Gibt es Krieg? Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammerschade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Er soll sich in Rattai verstecken. Ach ja? Wo in Rattai? Ich weiß nicht. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Klingt nach einem Haufen Scheiße. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden und spuck's aus. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Na gut, ich sage euch, wo ihr steckt. Ach ja? Wieso solltest du das tun? Wir sind doch alle Christen, oder? Wieso nicht dem Nächsten helfen? Besonders, wenn er dir 40 Groschen zahlt. Du bist nicht zufällig mein Vetter, oder? 2 Dutzend kriegst du. Nicht mehr. Die Hälfte jetzt, die andere, wenn wir ihn haben. Abgemacht. Du weißt nicht, wann's genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Oh, jetzt kriegen wir richtig aufs Maul, weil es sind 4. Das ist halt das Problem. Das Problem ist, es sind 4, zu viel. Du bist tot. Kann ich eigentlich? Das würde ich mal probieren. Ich kann ihn nicht im Kampf benutzen. Das war klar. Wir wollten es mal probieren. Fortfahren. Mal gucken, wo wir rauskommen. Bitte nicht zu weit hinten. Ah, mit ihr unterhalten. Okay. Gut. Dann nochmal auf ein neues. Also mit Rattai funktioniert schon mal nie. Sind wir jetzt noch dreckig? Ja, wir machen uns mal kurz sauber. Wischiwaschi. Können wir die Sachen jetzt von hier aus eigentlich ins Pferd packen? Tatsache.
Also nochmal von vorn. Nee, nicht die in Löwenzahn. Ich wollte die Distel. Sind doch Disteln hier. Ja, gegen vier Mann. Wenn die einen umkreist haben. Hier bin ich. Kommt halt auch nicht also, richtig weg, ne? Wozu die Was willst du von Tim? Kannst du mir sagen? Versprich. Wieso kümmert? Und nun? Wer sind die? Weiß ich nicht. Aber ich hab. Das ist. So. Er versteckt sich auf Kolbens Farm. In der Nähe von Merhoyet. Beschleicht das Gefühl. Ich ebenfalls. Hm. Nach einem großen. Interessant. Ich suche auch nach einem großen Ochsen namens Timmy. Na bitte, was für ein Zufall. Könnte es derselbe Kerl sein, frage ich mich. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt. Ihr habt ein Lager hier in. Gewiss. Wo ist es? Na, spät. Keine Ahnung, wo er ist. Ich werde es wohl woanders versuchen müssen. Diese Dirne hat dir nichts erzählt? Ach ja? Er soll sich in... Ach ja? Ich weiß nicht. Klingt nach einem Haus... Na gut. Ach ja? Wir sind doch alle... Zwei Dutz... Abgemacht. Er ist auf Kort... Da, wo er an... Fradern bleibt... Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Sa... Oder wir... Sakra. Tja. Wir müssen jetzt uns beeilen. Ja. Ich weiß halt nicht, sind die zu Fuß unterwegs? Ja, sind sie, Tatsache. Okay. Geht bisher einfacher als gedacht, muss ich ehrlich so sagen. Ja. Lalalala. Sehr mein Guter. So, schnell die Rüstung ablegen. Die wird am meisten wiegen. Oh, gehe ich mal von aus. Ja. Reiterstiefel. Nice. Ein altes Schwert mit einem 55er Schaden Output. Geil. So. Ja. Viele sind es nicht mehr, die übrig sind.
hab ich dich. Für dein Geschieße wirst du bezahlen. Ach ja? Kein Herumgescheiße mehr. Jebat. Aufhören. Hörst du? Nö. Oh. Ja, da hätten wir natürlich auch erstmal warten können. Ja. Hätten wir natürlich machen können. Haben wir jetzt nicht. Ja gut, okay, aber die Quest ist ja noch aktiv. Das ist jetzt ja nur eine Option. Ich tippe mal, das ist nur eine optionale Sache gewesen. Bringt Timmy dazu, dir die zu verraten. Ja, okay. Ja. So, dann reiten wir erstmal hier durch. Miro. Sind die Sachen eigentlich gestohlen, die wir jetzt eigentlich dabei haben? Nein, ne? Die könnten wir so verkaufen. Da könnten wir gucken, was können wir davon gebrauchen. Also Reiterstiefel zum Beispiel finde ich geil, weil 4 Kilo, was wiegen meine? Was habe ich an? Wiegen auch viel. Jagdstiefel. Okay. Ja gut, dann sind die Reiterstiefel also nicht so viel besser. So, Schnellreisepunkt entdeckt. Was haben wir denn hier noch? Hier scheint nicht so viel zu sein. Wir haben hier rechts was. Hier. Ich tippe mal Pferde. Man hier erwerben. Ah, Pferdehändler. Okay, war klar. Dann vielleicht noch ein Krämer. Ah, ich habe einen Krämer. Wir haben ein bisschen Sachen dabei. Wir können ja mal gucken, was wir hier kriegen. Schnell für die Klamotten. Oder wir lassen es, weil ich sehe gerade auf die Uhr schon wieder. Und daher werden wir an dieser Stelle erstmal Feierabend machen. Ich gucke mal, was wir beim Krämer bekommen. Und dann machen wir morgen weiter und reiten zu Timmy. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.